Dieses Video wird präsentiert von Music Sculptor. Music for Storytellers. Ein Gericht, bei dem jeder Chinese Heimatgefühle bekommt. Das machen wir heute bei Ningkoch zu sauer nicht. Unser heutiges Gericht findet ihr in allen Regionen Chinas. Und zwar gedampftes Ei. Heute mit Hackfleisch. Wie das schmeckt? Sagt euch Sascha. Das Ei ist seidenweich und das Fleisch schön bissig, ein wirklich leckerer Kontrast. Wenn ihr Vegetarier seid, könnt ihr das Hackfleisch durch Tofu oder Pilze ersetzen. Für unsere Variante brauchen wir heute folgende Zutaten. Für das gedampfte Ei 3 Eier, 300 ml Wasser, eine Prise Salz. Für das Hackfleisch 100 Gramm Hackfleisch, 1 bis 2 Lauchzwiebeln, eine Schalotte, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Zucker, weißer Pfeffer, Wasser oder Brühe, optional 1 Esslöffel Kochwein, zum Beispiel trockene Sherry. Die Zubereitung geht so. Lauchzwiebeln klein hacken. Die Schalotte auch. Dann Knoblauch reißen. Eier aufschlagen. Eine Prise Salz dazu. Mit 300 ml Wasser zusammenmischen. Mein Tipp, wenn man das Ei etwas fester möchte, kann man natürlich ca. 200 ml Wasser nehmen. Dann die Flüssigkeit durchsieben. Und die Mischung in die Schüssel geben. Jetzt Wasser in die Pfanne. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, ca. 10 Minuten dampfen lassen. Jetzt mein Tipp, Essstäbchen links und rechts auf die Pfanne. Dann den Deckel drauf. Dann wird das Ei gleichmäßig fest. In der Zwischenzeit braten wir das Hackfleisch an. Ohne Öl, weil es gibt schön Fett im Hackfleisch, das ich heute koche. Wenn die Farbe sich verändert, geben wir Schalotte und Lauchzwiebeln rein. Ein bisschen Lauchzwiebeln behalten wir für die Deko. Weiter anbraten. Dann Knoblauch dazu und umrühren. Ein Teelöffel Zucker. 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel Kochwein, durchrühren. Noch ein bisschen weißen Pfeffer dazu. Jetzt Wasser oder Brühe dazu geben, bis alles knapp bedeckt ist. So soll langsam reduzieren lassen nach Geschmack. Das Hackfleisch ist fertig und die Eier auch. So, vorsichtig, die Schüsseln sind heiß, also vorsichtig raus damit. Dann das angebratene Hackfleisch oben darauf. Noch ein bisschen Lauchzwiebel dazu. Fertig! Gedampftes Ei mit Hackfleisch. Ein Gericht, mit dem ihr jeden Chinesen glücklich machen könnt. Von diesem Rezept gibt es viele Varianten. Zum Beispiel Hackfleisch mit Ei zusammen vermischen und Garnelen oben darauf. Probiert mal aus, was euch am besten schmeckt. Seid kreativ und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss! Das ist ja jetzt relativ wenig Fleisch und trotzdem schmeckt das Ganze nach einem schönen Fleischgericht. Also wenn man versucht, in seiner Ernährung etwas Fleisch zu reduzieren, wäre das zum Beispiel eine schöne Alternative. Guten Appetit!